Mein Name ist Niklas, ihr kennt mich auch als Honor und wir befinden uns auf Tier 2 für Protoss. Auf Tier 2 werden wir uns zum ersten Mal ein zweites Ressourcenvorkommen sichern und wir werden unseren Mothership Core kennenlernen, mit dem wir frühe Angriffe des Gegners leichter verteidigen können. Dank erhöhtem Einkommen können wir die Anzahl unserer Warp Gates auf 7 erhöhen und spielen dann einen Warp Gate Angriff aus 1,5 Bases. Zuerst aber der Mothership Core. Dieser lässt sich im Nexus errichten, also wie eine Probe, sobald wir einen Cybernetics Core auf dem Feld haben. Der Mothership Core fliegt und kann nur auf Bodeneinheiten schießen und wir können nur einen einzigen Mothership Core auf dem Feld haben. Weiterhin hat er spezielle Fähigkeiten, die wir für seine Energie, also die er selber regeneriert, einsetzen können. Auf Tier 2 wollen wir unseren Mothership Core erst einmal ausschließlich defensiv einsetzen. Deswegen beschäftigen wir uns hier an dieser Stelle auch nur mit einer seiner Fähigkeiten, nämlich mit dem Photon Overcharge. Dieser Photon Overcharge lässt sich auf einen vorhandenen Nexus anwenden. Tun wir das, verfügt der Nexus dann für einen kurzen Zeitraum über einen Angriff, der sowohl Boden als auch Lufteinheiten über eine weite Distanz attackieren kann. Neben Zealots und Stalkern können wir aus unseren Gateways bzw. Warp Gates Sentries produzieren. Das wollen wir auf Tier 2 auch machen. Sentries werden freigeschaltet, sobald der Cybernetics Core auf dem Feld ist und sie kosten sehr viel Gas. Sentries verfügen über einen sehr schwachen Angriff und halten auch nicht so viel aus, aber sie haben sehr spezielle und nützliche Fähigkeiten. Auf Tier 2 möchten wir lediglich die Fähigkeit Guardian Shield einsetzen. Aktivieren wir diese Fähigkeit, breitet sich ein Schild um die Sentry aus und alle Einheiten von uns, die sich in diesem Schild befinden, von denen wird dann die Verteidigung erhöht. Neben unseren Gateways führen wir auf Tier 2 ein weiteres Produktionsgebäude, nämlich die Robotics Facility ein. In der Robo lassen sich zwei Bodeneinheiten produzieren, nämlich einmal der Immortal und der Colossus. Zusätzlich gibt es zwei fliegende Einheiten, nämlich den Observer und das Warp Prism. Beide verfügen über keinen Angriff, aber über nützliche Fähigkeiten. Vorrangig wollen wir die Robotics Facility auf Tier 2 kennenlernen, um Observer zu produzieren. Observer sind kleine fliegende Einheiten, die unsichtbar sind. Sie werden verwendet, um in die gegnerische Basis zu fliegen, um dort Informationen zu sammeln, also Scouting zu betreiben. Ein netter Effekt, der für uns besonders wichtig ist, ist, dass Observer unsichtbare Einheiten aufdecken, also in einem Radius um sich herum. Man spricht hierbei von Detection und da Observer mobil sind, spricht man von mobiler Detection. Das heißt, immer wenn wir mit unsichtbaren Einheiten rechnen, also zum Beispiel Dark Templar der Protoss oder Widowmines bzw. Cloaked Banshees der Terraner, dann müssen wir schnell eine Robotics Facility aufs Feld bringen, um einen oder mehrere Observer produzieren zu können. Ein Begriff, der für uns neu ist, ist die Natural Expansion. Als Expansion bezeichnet man ein weiteres Ressourcenvorkommen, das man sich sichert, indem man dort ein neues Hauptgebäude bei uns, also einen neuen Nexus, platziert. Die Natural Expansion ist das allererste Ressourcenvorkommen, das auf natürliche Weise auf allen Maps immer sehr nah an unserer Hauptbase ist und sich gegenüber späteren Ressourcenvorkommen relativ einfach verteidigen lässt. In unserem Tier 2 Bild werden wir uns zum ersten Mal auch mit einem Follow-up beschäftigen. Ein Follow-up bezeichnet unseren Plan, falls unser eigentlicher Bild ausgeführt ist, das Spiel aber noch weitergeht. Das bedeutet, unser Angriff gescheitert ist bzw. wir diesen abbrechen mussten. Auf Tier 2 werden wir in diesem Fall eine neue Einheit einführen, und zwar den Colossus, der sich in der Robotics Facility produzieren lässt. Damit dies möglich ist, benötigen wir ein weiteres Zusatzgebäude, also wir brauchen erst die Robotics Facility und dann noch den oder das Robotics Bay. Erst dann können wir diese Kolosse produzieren und unsere Armee noch weiter verstärken. Kolosse, beziehungsweise auf Englisch Colossi, sind die mächtigste Bodeneinheit der Protoss. Sie sind sehr groß, sehr teuer und kosten auch fürs
Supply-Punkte, aber verfügen über einen sehr mächtigen Angriff. Dieser trifft zwar nur Bodeneinheiten, aber dafür verfügt er über den sogenannten AOE, also Area of Effect Damage. Das bedeutet, er trifft mehrere Ziele gleichzeitig. Kolosse sind die perfekte Ergänzung zu einer Gateway-Armee. Die Gateway-Units, also die Stalker-Sentries und Zealots, die buffern den Schaden des Gegners und die Kolosse stehen dahinter und teilen ordentlich aus. Damit dies möglich ist, benötigen wir ein Upgrade für die Kolosse, nämlich das Ranged Upgrade, sogenannte Extended Thermal Lance Upgrade. Dieses lässt sich im Robotics Bay, also dem Zusatzgebäude zur Robotics Facility, erforschen.